Willkommen bei Global Gladiators. Willkommen in Namibia. Tagsüber hat es hier über 40 Grad. Nachts geht's runter auf 15. Da können sich die Teams schwer entscheiden, ob sie Weißwein oder Rotwein trinken sollen. Team Rot nimmt einfach beides. Ich muss halt eine Sache sagen, mein Team trinkt ziemlich viel Alkohol im Vergleich zum anderen Team. Naja, aber morgen ist ja ein wichtiger Tag. Im anderen Team trinken zwei einfach mal gar nicht. Und bei mir wird schon die zweite Flasche aufgemacht. Vor so einem wichtigen Matchtag, schießt man sich da komplett ab oder macht man das eher danach, wenn man gewonnen hat? Also Team Rot, ich würde gerne mit euch das nächste Spiel gewinnen. Und das Spiel heißt Wettsaufen. Damit liegt Oliver gar nicht mal so falsch. Aber das verraten wir ihm noch nicht. Ein Kater ist jedenfalls nicht das Beste aller Maskottchen. Gut möglich, dass der eine oder andere morgen das Besäufnis bereut. Ich bereue nichts, was ich in meinem Leben gemacht habe. Ne? Nee, natürlich nicht, ich meine, weil es ja auch erfolgreich war. Ich bereue auch also, nichts, was ich in meinem Leben gemacht habe. Du hast ja gewonnen. Letztens hat mich eine Reporterin oder Journalistin hat mich gefragt, definiere dich, was bist du? ABCD-Promi. Da sage ich, was ist denn ein A-Promi? Hab ich sie als Gegenfrage mal gefragt. Was ist denn ein A-Promi? Für mich ist ein A-Promi jemand, der ohne Hilfe anderer etwas auf die Reihe bekommen hat, alleine in seinem Leben irgendwie erfolgreich ist, ohne Hilfe anderer. Schau mal, Lilly zum Beispiel könnte komplett allein existieren, weil das ist eine Powerfrau, eine Megafrau. Sie ist erfolgreich, weil sie einfach geil ist. Ganz kurz. Lilly, pennst du schon? Was hast du jetzt? Da muss selbst Pietro lachen. Was erzählst du denn da? Ich definiere gerade. Was hat sie denn ganz kurz, sag mal kurz die Leistung. Das würde ich auch vor ihr jetzt gerne machen irgendwie oder so. Lilly? Ja, Lilly hat bei die Let's Leistung. Dance. Lilly hat bei Let's Dance ganz kurz, weswegen? Weil sie was geleistet hat. Lilly hat bei Let's Dance Ja, gemacht? Weil sie was geleistet hat. Kann ich den Ursprung machen? Ja, sag mir mal den Ursprung. Wäre Lilly nicht mit Boris Becker verheiratet, wird man sich einen Scheißdreck für Lilly interessieren. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Doch, Lilly, das kann ich dir garantieren. Boris Becker, was denn? Hat sie schon gearbeitet. Ach was? Ja, gearbeitet. Ja, aber was denn? Ja, war das vorher im Fernsehen? Bei welchem Fernsehen denn? Sie hat einen Fernseher zu Hause gehabt, bestimmt. Aber ob sie beim Fernsehen war? Okay, doch... aber jetzt. Bin ich doof. Du hast recht. Wenn ich nicht mit meinem Mann verheiratet habe, hast keinen Scheiß in Deutschland meinen Namen genannt. Aber ich bin mit einem der besten Sportlehrer in Deutschland geheiratet. Ja. Und du bitte ein bisschen Respekt für mich. Ja. Weil ja, du, was du mit deiner Frau machst, ist überhaupt Scheiße. Bitte geh auf den Dusch. Ich brauch deine Klappe. Nein, habe ich kein Problem mit. Habe ich kein Problem mit. Fuck you. Nee, habe ich kein Problem mit. Das ist einfach so. No, a little bit of respect. So. Ich habe kompletten Respekt. You marry Sandy and what the fuck do you do? Was habe ich denn mit Sandy gemacht? Nix. Überhaupt nix. Wie mit nichts? Na, du hast die Ferrari heiratet, drei Kinder bekommen und nichts gemacht. Wie nichts gemacht? Es geht darum, um Job, was man vorher gemacht hat. Zwei verschiedene Sachen. Ja, aber weißt du, du hast recht. Wenn ich meinen Mann nicht geheiratet habe, dann habe ich mit dann. Meinte, was ich auch nicht nach Deutschland gekommen. Aber ich habe Boris geheiratet. Ich bin in Deutschland, darum bin ich auch hier. Das weiß ich auch. Lilly, habe ich irgendwas anderes gesagt? Ja, du hast eine Scheiße gelabert. Tschüss, Gottig Schauer. Nee, habe ich nicht gesagt. Ich habe nichts anderes because gesagt. Because I'm not sleeping. Ich habe nichts gesagt. I can hear you. Nee. I know that I am here because of my husband. And I'm very proud of my husband. I am so proud of my last name. Yeah, but okay, say it a little bit nicer. But say it a little bit nicer. You're not here because of your husband. No, I am. I am. No. I am, and that's okay, because I'm very proud of my last name. Ist doch auch okay. Yeah, okay. Aber genau das habe ich gesagt. It's the way you say it, Olli. Ich habe das gesagt. Olli, my English is better than my German. Ist okay, du kannst ja auch Englisch, ich verstehe. Okay, so why don't you take a fucking shower right now? Nein. Take the shower. Olli, please, bitte. Ja, nein. Olli. Nein, bitte. Weil du machst ja nicht die Ansagen, bitte, ist auch klar. Take the shower. Nein. Yeah. Warum soll ich denn jetzt eine Dusche nehmen? Let's make it very clear. Olli, we make it clear. Geh jetzt rein. So, Olli, take the fucking shower and then it's in Ordnung. Ich muss doch jetzt nicht wegen dir jetzt hier in die Dusche nein, gehen oder irgendwas anderes. Olli, lege deine Klappe. Deine Klappe ist so groß, zu groß. Groß wie du nicht selbst. Bitte, nehm deine Shower. Kurz. Das ist auch nicht schwer bei deiner Größe. Aber Lilly, ganz kurz. Aber... Hey, wow, wie lustig. Ich könnte euch jetzt zerstören. Komplett. Ja, lass doch schwer uns rein. Aber warum? Aber warum? Olli, alles ist okay. Alles ist okay. Aber Lilly, ganz kurz, du siehst doch gerade, du schreist komplett, weil du dich komplett angegriffen fühlst. Ohne Grund. Ich habe nicht einmal geschrien. Because you and I are very, we're not best friends. We are here because we're both doing a game. And I also know what you do with your women. Do you know what I mean? I don't like that. I don't approve it. Yeah, exactly. Take the fucking shower. Nee, ich mach gar nichts. Weil, ehrlich gesagt, was du glaubst, was in der Presse steht und die Realität ist, das kannst du doch gar nicht unterscheiden. Oh, bitte.
Wir wissen die Realität. Larissa hat damit angefangen, indem sie ganz normal gesagt hat, als sie mit dieser ABCD-Promi und was jemand geleistet hat. Und die Sache ist ja auch... Ich hab alles gehört, Erik, schlafe nicht. Ich weiß. Er hat aber auch gesagt, du hast nichts gesagt. A little bit of respect when you talk about me. No, but it's not funny, Olli. You are not always funny. You need to understand this. Aber du musst auch gar nicht schreien. Du musst auch nicht schreien. Ja, ich muss es schreien. Otherwise you don't fucking hear me. Olli ist manchmal Comedian, der meint es vielleicht nicht so, keine Ahnung. Doch, ich mein's genau so. Du kannst weder über Petro schlecht reden, noch über Lili, noch über irgendjemanden. Aber er redet auch gar nicht schlecht. Ich hab nur den Fakt gemacht. Did I say anything wrong about you since we've been in this fucking container? Und die letzten 4 Tage habe ich nichts schlecht über die geredet. Nichts. Ja, but du beginnst jetzt. Aber er hat doch auch nicht gesagt, schlecht. Ich hab doch auch nicht gesagt. Hey, you, do you understand English is the way he says it? Ja, ich hab verstanden. Okay, it's not funny. Olli. Ich wollte auch gar keinen Witz machen. Aber laut schreien ist auch nicht lustig. Ich saß da im Bett und dachte mir, oh shit, soll ich jetzt irgendwas sagen? Soll ich reinschlichten oder soll ich einfach leise sein? Keiner hat ja groß was gesagt, weil alle waren geschockt. Ne? Alle so, oh. Lilly kann auf jeden Fall einen gut zur Sau machen. Kann auch sehr laut werden und... Mit ihr streiten will ich nicht unbedingt. Sensitive. We are sensitive, okay? Weißt du, das ist ja das Geile, dann gehst du ja auf die beleidigende Nummer und das Ganze drumherum. Ich bin nicht beleidigt, ist der doch, Manier, doch, ja, weil du... Ja, große Klappe, du, kleiner du, Typ und so ist alles gut. Das gefällt mir nicht. Nee, ich hab, es geht um den Stopp. Nee, ich muss mich für gar nichts entschuldigen. Darum geht's einfach mal. Weil ich auch nicht so ein Verpisser bin und nicht so eine PC-Kacke mache. Ganz einfach, ich stehe dazu. Es ist doch wunderbar. Lilly ist deswegen da und das ist Fakt, das ist das Einzige. Und Lilly fühlt sich damit angegriffen. Because you're so fucking funny, weißt du? Nee, Aber Lilly, verstehst du nicht, dass du zu, alleine schon mit dem Schreien, das ist so der Klassiker unter Frauen. Ja, aber du hörst mich nicht auf. Ich höre komplett zu. Aber ich habe alles verstanden. Vielleicht musst du schreien, weil du bist zu klein, dass du mich nicht hörst. Aber guck mal, dann du bist doch unten, ich bin da oben. Ich komme auch gerne zu dir hoch irgendwie, aber das... Why talk about me, Olli? Ganz, kann ich dir nochmal, soll ich dir nochmal erklären? Du sollst duschen, weil du Larissa, stinkst. Dein Mund stinkt, alles stinkt. Geh aus. Ich hab's alles gesagt. Die dicke Luft würde man auch mit einem Hochdruckreiniger nicht wegduschen können. Ruhig bleiben. Ich musste mir auch für nichts entschuldigen, weil es gibt nichts, was ich sagen würde, was ich jemandem nicht auch ins Gesicht sagen würde. Nichts. Ende der Diskussion. Nee, oder eben doch nicht. Lilly ist noch nicht fertig. Whatever Larissa said, you should have not said anything, Olli. You should have said, Lilly, okay, Frau Becker, okay, aber du kannst das. Lilly, du bist ja nicht Frau Becker. Ich bin Frau Becker, du bist eine eigenständige Frau. Ich bin Frau Becker. Aber du, es geht um Olli. Du musst sagen, Lilly, bist du wach? Weil, weißt du, du bist nicht lustig. Wenn du mit mir beginnst, bist du nicht lustig. I need you to understand that with me, you're not funny. Ja, okay, das kannst du auch gerne in deiner Ghetto-Attitüde mir noch sechsmal sagen. Darling, you have not even seen ghetto. I am not ghetto. You should understand this. Yeah, but you know what? Das ist halt. Yeah, this is hard. Bitte, Schluss. Schluss. Ich glaube, ich gerade ein Thema, das vielleicht schon länger brodelt, das jetzt gerade einfach mal explodiert ist. Und so hat sich die Sache ein bisschen hochgeschaukelt. Aber das ist halt diese Powerfrau, weißt du, wenn... Dieses Temperamentvolle, sie lässt sich nichts gefallen, ob da jetzt ein Comedian steht. Egal, wer da steht. Good night, lieber Streit. Guten Morgen, liebe Sorgen. In der normalen Welt sind sich Oliver und Lilly bisher meistens aus dem Weg gegangen. In dem engen Container müssen sie miteinander klarkommen. Ich schaue mich ein bisschen, weil ich habe zu schnell... Olli akzeptiert, zu schnell war ich nach Olli gegangen und sagte, geschreitet. Aber ja, hallo, ich bin Lilly. Was der Boris alles so sich manchmal anhören muss dann, ne? Yes. Der arme Boris. Boah, ihr hattet bestimmt auch schon mal den einen oder anderen handfest. Nee, glaube ich nicht. Glaube ich, die haben sich noch nie gestritten. Nein. Was soll ich sagen, als er sich mit der Person nie wieder. Jemand, der seinen Mann so verteidigt. Ohne Scheiß, sowas findet Boris nie wieder. That's love. Ja, ist auch Alkohol.
Okay, in meiner Verteidigung, weißt du, ich bin halb Schweiz. Und das, so bin ich aufgewachsen. Aber die Schweiz ist neutral. Schwarz, halb schwarz, nicht halb Schweiz. Hast du das gerade wirklich gesagt? Lilly ist halt sehr impulsiv, das sieht man ja auch. Also das ist immer all in. Die ist genauso euphorisch, aber super, dass ich mich auf jeden Fall machen. Aber auch so, na, das hast du nicht gesagt. Also es gibt dann nur Vollgas, also in jede Richtung. Okay, so es tut mir leid, weil ich so alles gut. Aggressiv. Und mir tut's auch leid. Das, alles gut, komm, alles gut. Ja, bravo. Würdest du mit mir duschen gehen?